Moin moin Leute, ich bin's euer Waldes348. Ich wollte in diesem Video mal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar für meinen Channel. Den kennt ihr sicher noch nicht. Hier, Darksiders, hier, Videos und boah, Kommentare. Nein. Hör ich mal auf mit dem Scheißgelaber. In diesem Video soll es quasi einmal um meine größte Leidenschaft gehen. Und zwar das Schreiben. Einige von euch dürften es wissen. Ich bin leidenschaftlicher Autor. Und das Schreiben steht noch definitiv über dem Let's Playen bei mir. Und damit ihr wisst, dass ich es bin und kein Faker. Hallo. Ja, das Schreiben ist zwar zeitintensiver und irgendwie auch schwieriger als das Let's Playen. Im Let's Playen entspanne ich mich meistens eher und laber ein bisschen Schwachsinn. Und das Schreiben ist dann wirklich eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und ich möchte einmal Werbung machen für mein Buch. Und zwar geht es letztendlich darum, das ist übrigens mein Forum. Ich werde das Forum auch noch verlinken, weil es für das, was ich vorhabe, sehr wichtig ist. Da geht es ja einmal um meine Geschichte primär und dann natürlich auch noch so ein bisschen off-topic-Gesülze und sowas alles, wie man es von einem Forum kennt. Ja. Es geht um das Schwert der Roten Horde. Sieht man da oben. Auch wenn die Kamera schlecht ist. Das Schwert der Roten Horde ist der erste Band. Oh, da kommt ein Fenster. Ist der erste Band der Einarmur-Saga, wie ich sie gerne nenne. Denn die Welt, auf der es spielt, heißt Einarmur. Und das ist sozusagen der inoffizielle Name. Einen anderen habe ich da noch nicht. Und das Schwert der Roten Horde ist der erste Band. Ja, ich möchte in diesem Video aufrufen dafür, dass ihr euch doch mal in meinem Forum anmelden könnt. Wenn ihr Interesse an Fantasy-Geschichten habt und eben auch neugierig seid, was meine Geschichte anbetrifft, und ihr euch als Beta-Leser einschreiben lassen könnt. Und Beta-Leser heißt quasi, dass ich euch Einblick gewähre in weiterführende Kapitel. Also ich habe normalerweise nur, ich glaube, 4 Kapitel ausgestellt. Die kann jeder einsehen. Die Beta-Leser jedoch sind eine Gruppierung, die auch die neueren Kapitel sehen können. Einfach um mir so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ein bisschen zu kritisieren, mir dabei zu helfen, das Buch noch runder zu machen und halt auch Fehlerchen und Logikfehler ausbessern zu können. Da ein Autor das eigentlich nie alleine schafft und immer Hilfe hat, bin ich froh, dass ich solche Leute habe. Momentan sind das, glaube ich, 5 Aktive. Hier nochmal ein ganz, ganz lieber Gruß an AFXS, Belduril, der Alchemist, The Redraw und Miss Reavis. Ich glaube, ohne euch wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Also ihr habt mir da wirklich unglaublich weitergeholfen bisher und ihr macht eine fantastische Arbeit. Ja, ihr macht das Ganze natürlich nicht völlig eigennützig. Ihr habt dabei natürlich auch noch die Möglichkeit, eine Fantasy-Geschichte zu lesen, die laut meinen Beta-Lesern ganz okay ist. Also der Anfang ist vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zäh, aber also es ist schon etwas langwierig. Und man soll auch nicht denken, wenn man den Prolog gelesen hat, dass das die normale Qualität ist, die ich so zustande bringe. Also der Prolog ist mittlerweile 5 Jahre alt. Also er sollte euch nicht irgendwie abschrecken. Ich habe das hier auch nochmal extra geschrieben. Ich werde den Prolog erst überarbeiten, wenn ich durch bin mit der Geschichte. Wenn ich erstmal fertig geschrieben habe. Und dann gehe ich nochmal das ganze Buch durch und bringe das alles auf ein Niveau. Und jedenfalls werde ich das Forum in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie den Beta-Leser gesucht, Thread. Da könnt ihr dann ja euch einschreiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Beta-Leser-Bereich noch so ein bisschen belebter ist, ein paar angeregte Diskussionen vielleicht noch auftreten über einzelne Inhalte der Geschichte oder so. Also momentan habe ich Prolog und 13 Kapitel. Und die hinteren Kapitel besonders sind recht lang. Und ja, ich schreibe gerade an Kapitel 14. Auch wenn ich ein bisschen langsam bin, aber ich habe ja auch noch andere Sachen zu tun, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch jetzt noch was zeigen, um vielleicht euer Interesse etwas zu schüren. Da muss ich mir jetzt mal eben die Kamera verdunkeln.
Ja, ich bin jemand, der sehr viel Zusatzmaterial zu seinem Buch schreibt und zeichnet. Nein, das ist die Wand, das ist nicht das, was ich euch zeigen will. In diesem Zusammenhang habe ich, ihr seht meinen Schatten, hallo. In diesem Zusammenhang habe ich schon mehrere Karten zu meiner Geschichte gezeichnet, auch mehrere große Karten. Und ich habe letztlich das hier vollendet. Das ist eine A0-Weltkarte von Ainar Mohr, der Welt, auf der meine Geschichte spielt. Ja, sie ist riesig und ich werde sie jetzt nicht detaillierter zeigen, zumindest nicht großartig. Hier haben wir Fernandor, die Insel der Erze, die drei großen Kontinente. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben beim Zeichnen. Da oben seht ihr übrigens nochmal die Karte. Die wurde mir allerdings zerstört von einer wütenden Katze. Und deswegen habe ich die nochmal neu gemacht. Ziemlich originalgetreu und ich glaube, ich finde, dass diese hier mir sogar letztendlich noch ein bisschen besser gelungen ist. Also wie gesagt, das ist die Welt. Viele verschiedene Städte, viele verschiedene Gebiete, alles Mögliche ausgearbeitet. Ich habe letztendlich 6 Jahre gebraucht für die Ausarbeitung der Welt und der Geschichte. Und ja, jetzt bin ich halt am Schreiben. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch anmeldet und als Beta-Leser einschreiben lasst. Es ist natürlich kostenlos, ihr müsst da irgendwie keine versteckten Verträge oder so eingehen, zum Beispiel mir ein Ferrari kaufen oder sowas, so ein Quatsch. Es geht einfach nur darum, ja, diese Leidenschaft mit anderen Menschen zu teilen. Das fand ich schon immer schön, das ist beim Let's Playing genauso und hier ist es auch so. Ja, ich werde auch die Karte, die habe ich hochgeladen, die werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung einfügen, dass ihr euch die genauer angucken könnt. Die Qualität ist zwar auch nicht so super, weil es natürlich mit dieser Kamera aufgenommen ist, aber letztendlich sage ich mir, lieber eine schlechte Qualität als gar keine Qualität. So, so muss man das ganz deutlich sagen. Ja, ich bin mittlerweile Safi 8 und ich freue mich darauf, euch vielleicht in meinem Forum begrüßen zu dürfen. Also.